In diese Käsesoße lässt sich tatsächlich alles dippen. Eure Chips, eure Füße, euer Opa, was weiß ich. Auf geh ich. Beginnen wir erstmal mit einer Mehlschwitze. Dafür nehmen wir 2 Esslöffel Nussbutter, 2 Esslöffel Mehl und verrühren das über mittlerer Hitze. Zum Anrösten Cayennepfeffer dazu, süßes Paprikapulver und einen halben Teelöffel Chilipulver. Verrühren und mit der kalten Milch ablöschen. Keine Chili-Dämpfe einatmen. Das Ganze einmal schön aufkochen lassen, damit der Mehlgeschmack verschwindet. Hitze runterdrehen, damit der Käse nicht flockt und es nach und nach unseren geriebenen Cheddar einrühren. Wenn ihr euch genauso das Fressbrett wegburnen wollt, haut jetzt noch einen schönen gehackten Esslöffel Jalapenos rein. Und fertig ist euer Spicy Cheese Dip. Viel Spaß damit.